Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Day of the Tentacle. Wir sind hier im Labor mit Bernard. Ich kann irgendwie nicht Bernard mit D am Ende sagen. Ich muss es immer so französisch aussprechen. Das ist mir auch beim Schnitt der ersten Folge gerade eben aufgefallen, beziehungsweise gestern habe ich die Folge geschnitten. Das ist keine Absicht, das so französisch auszusprechen. Ich kann es irgendwie einfach nicht anders. Wie dem auch sei, hier weiß ich auch noch ein bisschen, was wir tun müssen. Nämlich können wir momentan an diesem Fahrzeug hier noch nichts machen, weil leider der Kristall fehlt und er weigert sich auch an den Schaltern zu drehen und zu drücken und zu hebeln und so weiter und so fort. Deswegen gehen wir mal ein Stückchen hier rüber. Vielleicht habe ich sie oben. Das ist es. Sie sind oben. Das ist es leider nicht, lieber Professor, denn seine Unterlagen sind hier. Ich verspreche, dass kurz nach dieser Szene jetzt hier mein Wissen auch aufhört, weil, wie schon gesagt, das habe ich, glaube ich, in der ersten Folge erzählt, ich habe die ersten 30 Minuten oder die ursprünglich ersten 30 Minuten zweimal aufnehmen müssen, beziehungsweise das ist jetzt die zweite Aufnahme, weswegen ich die ersten Rätsel noch auswendig kenne, aber bald wird es blind. Wir gucken uns aber nochmal die Matschmaschine an. Warnung! Der Abfall aus diesem Gerät ist hochgiftig und kann bei Genuss Illusionen hervorrufen. Wir können leider nicht kosten. Warnung! Matschmaschine 3000 nicht anfassen. Er bewegt aber für uns diesen Hebel und macht die Maschine aus. Ich glaube, das ist der Hebel für die Matschmaschine. So, nun ist sie aus, aber es ist schon zu spät. Ich habe es trotzdem mal gemacht, weil ich nicht weiß, ob das vielleicht in Zukunft irgendwelche Sachen mit sich bringt, wie schon gesagt. Ich habe damals zwar ein Let's Play dazu gesehen, vor rund 4 Jahren. Ich habe mal nachgeguckt, es war tatsächlich 2012. Aber ich kann mich an so gut wie gar kein Rätsel mehr oder irgendwas anderes erinnern. Jetzt schauen wir mal hier hinten an die Pinnwand und dieses Papierstück. Es ist Dr. Fritz' Plan für die Superbatterie. Sie ist in der Lage, 1 Gigavolt zu speichern bei einer Ladezeit von 0,1 Sekunden. Wow. Das klingt doch gut, die schnappen wir uns direkt. Ich habe die Pläne. Schnell! Wir müssen sie zu Hogi spülen. Wie wollen Sie das machen? Meine genialen Superbatteriepläne, bitte. Sie haben sie wirklich weggespült? Ja! Durch die Toilette. Nein! Durch die Zeit! Mit Hilfe der Zeitfluss-Strudelkammer, die ich in jedes Chrono-John eingebaut habe, kann man kleine, unbewegliche Objekte durch die Zeit schicken. Kleine, unbewegliche Objekte durch die Zeit schicken. Hallo? Dr. Fred, können Sie mich hören? Mist! Haben Sie etwas gehört? Nö. Mal sehen, ob die hieß er noch etwas merkt. Na prima. Ich sitze in der Kolonialzeit fest, die Tentakel übernehmen die Welt und die Toilette kommt hoch. Hogi, komm hier rüber. Hier ist dein alter Kumpel Dr. Fred. Dr. Fred? Wie bist du da reingekommen? Ich möchte, dass du die Pläne nimmst, die da in der Schüssel schwimmen, Hogi. Bring sie zu Red Edison. Er ist mein Urgroßvater. Er wird wissen, was zu tun ist. Du brauchst die Pläne für eine Superbatterie, um deine Zeitschüssel daran anzuschließen. Wenn du meinst, Bernhard. Guter Junge. Hat er Erfahrung mit Elektronik? Tja, ich sah mal, wie 3000 Volt direkt durch seinen Kopf ging, ohne dass er mit der Wimper zuckte. Wurde er da nicht bewusstlos? Nun, er war schon bewusstlos, als das passierte. Zeit für mich, die Welt zu retten. Und an dieser Stelle haben wir die Option, entweder mit Hogi zu spielen oder, wie wir gerade gesehen haben, zurück zu Bernhard zu wechseln und ab jetzt attraktiv. Und ab jetzt bin ich auch wieder blind, was die Rätsel angeht, denn bis hierhin habe ich in der ersten Aufnahme gespielt. Wir haben einen Dosenöffner und wir haben die Patentanmeldung. Jetzt ist die Frage, wollen wir erstmal mit Hogi weiterspielen und alles erkunden oder wollen wir mit Bernard das Haus
Also die Menschen an sich erstmal erkunden. Ich würde sagen, wir gucken uns mal ein bisschen mit Hoagie um. Hier bei dieser Toilette. Stark. Okay. Es hat keinen Strom. Können wir die eigentlich aufmachen? Diese Tür ist wohl verriegelt. Schade. Können wir hier gucken? Stark. Und die aufmachen? Diese Tür ist wohl verriegelt. Na gut. Hier ansonsten mit dem Chrono John. Ich möchte mal kurz gucken mit der Shift-Taste. Ah. Okay. Das ist ja sowas wie die Hotspot-Taste und wir können Kumquatbaum. Okay, und Schild. Die alten Toiletten. Okay, Kumquatbaum. Kumquats. Kann ich davon eine haben? Ich will nicht. Na gut, da gibt's eine mehr oder weniger lustige Geschichte. Ich habe damals, als ich in der Ausbildung war, unter anderem, da ist man ja meistens Mädchen für alles und sowas, ich will bloß gucken, ob es hier noch weitergeht, aber anscheinend nicht, sollte ich für hohen Besuch, der kommen sollte, auf den Markt gehen und einen großen Obstteller zusammenstellen. Und da haben sie mir unter anderem gesagt, dass es wichtig wäre, dass ich Kumquats hole. Und ich habe zu dem Zeitpunkt damals noch nie... Huch, kann ich damit eigentlich... Nee, wahrscheinlich nicht. Besser nicht. Okay, ich wollte bloß mal testen. Habe ich noch nie in meinem Leben etwas von einer Kumquat gehört. Und ich bin dann auf diesen Markt gegangen, habe erstmal gesucht. Oh, hier passiert was. Schon bald wird die ganze Kraft des Himmels mir gehören. Nur mir. Wenn wir nur schlechteres Wetter hätten. Genau, bin ich auf den Markt gegangen und habe die Kumquats gesucht und das Ding ist, ich habe ursprünglich von meiner Vorgesetzten nicht verstanden, was sie gesagt hat, weil ich dieses Wort Kumquat auch noch nie gehört hatte. Und da bin ich auf den Markt gegangen, habe mich so ein paar Obstständen umgeguckt, wo vielleicht ein paar Früchte liegen, von denen ich noch nie was gesehen habe oder so. Kumquat klang für mich auch so mega exotisch und als hätte Stacheln, ich weiß nicht warum. Und dann bin ich zu einem der Obstände gegangen und habe gesagt, ich habe keinen Kumquat. Und weil ich das natürlich so ultra ungenau oder beziehungsweise so undeutlich gesagt habe, hat die Frau gesagt, bitte, was wollen Sie haben? Da habe ich jetzt eine Kumquats. Und dann hat sie gesagt, dass sie Kumquats nicht besitzen würde und hat mich zu einem Stand neben ihr verwiesen, wo ich dann das erste Mal diese kleinen orangenen Dinger gesehen habe. Ich durfte sie allerdings nicht essen oder nicht kosten, besser gesagt, weil der Besuch, der gekommen ist, alle Kumquats aufgegessen hat. Das heißt, ich weiß bis heute zwar, wie sie aussehen und heißen, aber nicht, wie sie schmecken. Er ist total verschmutzt. Das dreckiger zu machen, hilft auch nicht. Okay, was soll das für ein Wagen sein? Ach, so ein alter Kutschwagen. Das sah für mich aus wie eine Polizeisirene und was sehr unwahrscheinlich ist in der alten Kolonialzeit. Ja, was anderes können wir hier erstmal nicht machen und das macht wahrscheinlich auch gar keinen Sinn, hier irgendwas anderes zu verwenden. Deswegen gucken wir uns mal ein bisschen weiter um. Okay, hier können wir in den Fenstern nichts machen. Geht's hier unten auch noch weiter oder nur ins Haus? Briefkasten. Geschlossen. Können wir ihn aufmachen? Was da drin? Schauen wir uns das Ding mal an. Sie sind brillant. Was für ein Design. Kommen Sie sofort nach Baltimore. Okay, wir machen das mal zu, damit... Oder haben wir irgendwas anderes, was wir reinmachen können? Wahrscheinlich nicht die Patenteanmeldung. Mit der Lampe kann ich nichts machen und ich kann ja auch nicht weiter den Weg lang gehen. Was glitzert hier denn? Hat hier nicht gerade irgendwas geglitzert in meinem Augenwinkel? Ich glaube nicht, oder? Zumindest sehe ich es jetzt nicht mehr. Dann würde ich es... Es hat schon wieder geglitzert, zwar hier unten irgendwo. Aber ich kann es nicht separat anwählen. Ich dachte, da liegt vielleicht irgendwas Glitziges. Aber wir gehen mal zur Tür und klopfen höflich oder... Gehen einfach rein oder so? Geht das? Ich will nicht. Wie, du willst nicht? Können wir mit dem Dosenöffner? Besser nicht. Können wir durch die Fenster gucken? Können wir auch nicht. Wieso willst du die Tür nicht aufmachen? Hä? Ach, die hat er aufgemacht. Ich hab's mal wieder nicht geschnallt. Ich dachte, er rüttelt nur an der Tür. Okay, Main Hall. Mumie. Was? Rede mit Mumie. Okay. Wollen Sie erst mal anschauen. Cool, der Portier ist eine Mumie.
Mega cool. Können wir die angrabbeln oder das nehmen? Das wäre nicht gerade nett. Das weißt du doch nicht. Außerdem könnte man mich erwischen. Ist doch gar keiner da. Klar können wir das machen. Ziehe, drücke, benutze. Das wäre nicht gerade nett. Außerdem könnte man mich erwischen. Na gut, dann gehen wir mal freundlich auf die Sache zu und reden mit ihr. Was denn los? Keine Lust auf Reden, was? Schweigegelübde oder so, richtig? Hey, das ist cool. Das ist mega unhöflich. Ich habe etwas für Red Addison. Toller Hutmann, bis später. Toller Hutmann. Dein Hut, der hat drei Ecken. Ich kenne Jungs, die würden Schaben essen, um Hüte wie diesen zu bekommen. Wo kriege ich so einen her? Dein Hut, der hat drei Ecken. Ich mag die Pyramiden, verstehst du? Das sieht so piratisch aus, weißt du? Woher weißt du, welche Seite vorne ist? Ist nicht immer diese Seite mit dem Ding hier vorne oder hat das vorne und hinten das gleiche? Wir fragen mal. Woher weißt du, welche Seite vorne ist? Sind die Punkte immer nach vorne oder wie ist das? Welche Punkte? Gibt es da einen Aufhänger oder gibt es da Wettbewerbe für solche Klamotten? Gibt es da einen Aufhänger? Der ist ja nicht so gesprächig, ne? Ich habe etwas für Red Addison. Weißt du, wo ich ihn finde? Schön, mit dir zu sprechen. Ich habe das Gefühl, der hilft uns nicht weiter. Hier können wir auch nichts machen. An den Kerzen auch nicht. Wir können hier hin durch die Tür gehen. Aber ich würde erst mal gern gucken. Hier ist auch so eine verdächtige Uhr. Pendeluhr. Hier können wir aber nichts an dem Bild machen. Gucken wir uns die mal an. Vielleicht verbirgt sich dahinter der Eingang in ein Geheimlabor. Vollkommen absurd. Wollen wir mal reinspringen oder wollen wir erst oben gucken gehen? Ich habe das Gefühl, dass das der richtige Weg ist. Ich glaube, wir gehen dann doch hier erstmal hier gucken. Was haben wir denn hier? Ist das George Washington? Nee, John Hancock. Okay. Dann haben wir hier eine Schwingtür und eine Vorschlagbox. Ein Rauchdetektor. Ich möchte erstmal gucken, was bei der Schwingtür ist. Können wir nicht durchgehen? Spaghetti, cool, die nehmen wir mit. Was ist das? Öl? Vielleicht können wir hier irgendwann noch ein leckeres Mittagessen kochen. Hier, die können wir nicht mitnehmen. Durch die Schwingtür sind wir gekommen, aber hier... Wasserpumpe. Wir haben ja nichts. Nutzt das was, wenn wir die nass machen? Ich will nicht. Okay, ich denke, wir müssen irgendwo einen Topf finden oder sowas. Aber hier im Schrank ist nichts. Können wir die einfach erstmal benutzen? Echt geil. Total geil. Achso, benutze mit. Nee, das wollen wir nicht machen. Schwingtür, hier ist nur das Fass. Und wir können hier von dem Geschirr auch nichts nehmen. Mal schnell gucken. Nee, das sind nur die Türen und die Pumpe. Na gut, dann gucken wir mal, was sich hinter der Tür befindet. Ein Eimer, den nehmen wir auch mit. Können wir da eventuell die Spaghetti reinschmeißen? Ich will nicht. Na gut. Hier ist ein Schrank. Was ist denn da drin? Ein Bürstentier. Können wir hier oben auch ist was aufmachen? Ist schon auf. Okay, ich dachte, du kannst das hier oben auch aufmachen. Den können wir nicht nehmen, da können wir nicht ran. Dann die Buddel hier auch nicht. Dann war's das in diesem Zimmer eigentlich. Nein, geh durch. Geh durch. Jetzt raus. Jetzt würde ich mal probieren, ob wir vielleicht... Okay, jetzt haben wir einen Eimer Wasser im Inventar. Können wir da jetzt die Nudeln reinmachen? Ich will nicht. Würdest du vielleicht vorher einen Tropfen Öl reinmachen? Ich will nicht. Oder... Ich will nicht. Oder... Ich will nicht. Ein Eimer Wasser. Na gut, dann zurück durch diese Schwingtür. Anscheinend müssen wir irgendwo irgendwas anderes machen.
Vorschlagbox, können wir die? Ist verschlossen. Der Gründungskongress lädt ein zu Kommentaren, Kritiken, Verbesserungen an der Verfassung. Können wir die vielleicht mit einem Dosenöffner? Besser nicht. Na gut, vielleicht müssen wir einen Schlüssel finden oder sowas. Oder einfach einen Vorschlag reinstecken. Es ist ein kleiner Käfig mit einem Vogel drin über einem kleinen Hebel. Der wird wohl klingeln, wenn es ein bisschen zu rauchig wird. Was? Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Wahrscheinlich können wir hier auf Sachen zugreifen, auf die wir sonst nicht kommen würden. Flaschenzug. Es ist einer von diesen Flaschenzügen. Können wir hier irgendwas schon anbringen? Nee, wir haben nichts Sinnvolles. Wir bräuchten irgendein Seil oder so. Was ist denn hier? Das ist von einem Bett blockiert. Und hier? Sieht wie ein Schlafzimmer aus. Beide Zimmer? Ist das das gleiche Schlafzimmer? Können wir da einfach so rein? Das ist von einem Bett blockiert. Das ist von einem Bett blockiert. Das ist von einem Bett blockiert. Okay, ich dachte, ich kann es irgendwie anders aufmachen. Das ist schon auf. Kannst du dann da durchgehen? Ah, das ist von einem Bett blockiert. Oh, wie süß. Eine Katze mit einer Maus. Rote Farbe. Können wir die mitnehmen? Naja, Farbe halt. Können wir die Farbe halt mitnehmen? Okay. Ansonsten eine Säule. Jetsbett. Netzbett. Okay. Und eine Miezekatze. Was für eine niedliche Miezekatze. Auf jeden Fall. Hoppla. Hoppla. Kann ich mit der ansonsten nichts machen? Kann ich mit der spielen? Wozu benutzen? Zum Spielen. Auf was stehen Katzen denn? Katzen könnten auf... Wasser stehen. Ich will nicht. Na gut. Oder auf Bürsten. Ich will nicht. Oder auf harte Nudeln. Ich will nicht. Na gut. Falltür, da müssen wir bestimmt jetzt noch nicht durch. Ich würde aber sagen, liebe Leute, wenn ich so auf die Uhr gucke, dann sind wir schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Und wir machen hier mal eine kleine Pause und legen in der nächsten Episode wieder los, wenn es heißt Let's Play Day of the Tentacle. Bis dann. Tschüss.